Jo Leute, was geht? Willkommen zu Battle Brothers. Direkt vorab, ich habe vorher schon mal zwei Folgen aufgenommen für dieses Projekt, hat aber tonmäßig leider nicht so ganz funktioniert. Deswegen jetzt hier nochmal neu, deswegen heute auch eine etwas größere Folge. Ich habe mir vorgenommen, im Stream eine neue Kampagne zu starten, das Ganze auch noch auf YouTube hochzuladen. Das heißt, heute gibt es 2 Stunden und dann jede weitere Folge mal 1 Stunde. Und eine ganz normale Kampagne auf Beginner und einfach mal schauen, wie weit wir kommen, wie weit wir Bock haben. Ab Tag 150 kommt ja der Noble War. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu erklären. Ich bin aber auch kein Profi in dem Game. Aber ich sehe jetzt schon, der Map Seed ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Also man könnte überlegen, ob man hier das Dreieck nimmt im Norden. Das ist eigentlich, ich gucke mir gleich noch die Burgen an. Oder hier unten was. Ich bin eigentlich immer so der Südtyp eigentlich. Das ist eigentlich ein super Ding hier. Muss ich gleich mal gucken. Und ja, wenn ihr da die Battle Brothers Folgen nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Follow auf dem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Die hier sind immer gleich. Ne? Es ist immer der gleiche Rotz. Die werde ich auch noch nicht benennen. Die können von mir aus einfach sterben. Die sind mir scheißegal. All kills are fatalities if the weapon allows. Geil. Wir können hier direkt mal gucken, was man kaufen kann. Nichts dabei. Und ich hatte das in den anderen beiden Folgen. Genau, das sind die Missionen, die wir jetzt am Anfang brauchen. Wir brauchen die Mission, wo ich einfach von A nach B fahre mit der Karawane und sonst nichts mache. Tempel. Taverne. Okay, Abfahrt. Los. Das sind die besten Missionen am Anfang. Das heißt, nicht kämpfen. Weil meine Typen sind so schlecht. Karawane und bring ein Paket von A nach B. Das sind die Missionen, die ich brauche am Anfang, um Geld zu bekommen. Und dann geile Brothers zu holen. Was war da? Wenn der da den Ton hört, dann sind da mal Gegner. Oh Gott. Das waren Brigands. Wie viele waren das? 8! Auch noch mit Bogenschützen. Ah, jetzt bin ich. 8 Stück kannst du vergessen. 8! 8 Stück! Selbst wenn jeder Hit treffen würde. Nee. Acht Stück. Da waren sogar a Brigand Raider dabei. Ach, du hast doch heilige Scheiße. Nee. Das ist auch frech. Direkt. Nee. An Tag 1. Mensch, Mensch, Mensch. Müll. Also genau, worauf ich hier achte, ist immer, die müssen eine Waffe haben. Am besten noch ein Schild, Kopfrüstung und Körperrüstung. Dann bin ich gewillt, die zu kaufen. Ansonsten, nein, danke. Oh, wenn die jetzt da wieder sind, geh mal bitte hier lang. Genau, und das sind diese Zusatzmissionen, die man machen kann. Ich stehe ja immer hier oben. Jetzt ist die Aufgabe, friendly mit einer Nation zu werden. Das kriege ich hin. Some Brigand Tax. Das merken wir uns mal. Da kann man auf jeden Fall mal hingehen. Sobald ich 1 oder 2 gute habe, kann man da hingehen. Ja. Und wichtig, genau, das habe ich gar nicht geguckt. Das, also hier zum Beispiel, das ist so eine Burg, da gibt es keine Aufgaben. Auch keine Aufgaben, scheiße. Hier gibt es Aufgaben, hier gibt es Aufgaben. Ja. Ja, okay, wir werden uns so in diesem Bereich, bei den blauen aufhalten, nicht die hier. Weinburg. Meerburg. Aber bei den Burgen gibt es oft gute Leute. Da können wir auf jeden Fall mal. Mal schauen. Da, der, so einer. So einer wäre perfekt. Habt nicht genug Money? Hier, Rotrek. Retired Soldier. Den können wir machen. Oder vielleicht auch Harlstein. Ich würde davor einmal speichern.
Wir können Bros eigentlich actually überschreiben. So, dann gucken wir uns ja das mal an. Hiya. Der ist okay. Der ist okay. Wirklich. Der ist okay. Der ist okay. 43 Leben ist scheiße. 86 Fatigue ist auch scheiße. Resolve ist okay. Angriff ist okay. Death ist auch okay. Student, dann kriegt er mehr Erfahrung. Okay. Aber der hat gute Rüstung und so. Das ist actually gut. So, Meerburg. Es ist Nacht, dann können wir direkt hier weitergehen. Da kann ich eh keine Mission annehmen. Der war schon mal nicht schlecht. Und damit können wir die Thugs sogar schaffen, hier oben. Das Ding hier. Das sind nur Thugs. Thugs sind die schlechtesten Gegner. Nachzehrer wären auch super. Aber das war, glaube ich, ein Level 3er. Ja, der ist dann schwierig. So, hier Mission. Das ist wenig Kohle. Das können wir mal ausprobieren. Wenn es nur so irgendwelche Wölfe sind, dann kriege ich das hin. 5 Nachzehrer. Das schaffe ich. Das könnte ich schaffen, wenn das die schlechten sind. Wir hatten ja eben gespeichert. Das sind die Level 1er. Ja, nur Level 1er ist super. Level 1er ist super. Oh. Das fängt ja schon wieder super duper an. Shield Wall. Der braucht auf jeden Fall viel mehr Fatigue. Gut. Schön. So ist fein. Der war scheiße. Schön. Ja, das ist gut. Wir sind jetzt schon Wavering. Oh Gott, das ist scheiße. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Da habe ich tatsächlich nicht aufgepasst. Vielleicht wäre ich doch besser hier hingegangen. Ja. Gut, ausgewichen. Der ist gut. Schön. Ja gut, das passt. Das passt. Also wie gesagt, wenn die drei hier sterben, ist auch kackegal. Ist mir echt kackegal. Super. Super. Das war super. Das war schon eine super Mission. Ja, das war super. Super duper war das. Ich will direkt das nächste uns angucken. Hier, Karawane. Perfekt. Abfahrt. Ab geht die Welt. Oh, der wäre auch gut. Level 4 Level, Alter. Kann man direkt mal gucken wegen Verkaufen. Nee. Abfahrt. Wo müssen wir hin? Speichern können wir. Das werdet ihr mich noch oft hören sagen. Speichern, ganz wichtig. Also die Eskorten sind immer am besten. Erstens haben wir dann noch andere Karawanenleute mit dabei, die helfen. Das gibt immer gut viel Money. Und
Die übernehmen die Ration für meine Leute. Das heißt, die versorgen mich mit Essen. Das sind eigentlich mit die besten Missionen. Ja, hier, das waren jetzt mal ganz easy 220 Kronen. Das ist nicht so viel, aber okay. Aber okay. Ah, der Verkaufspreis ist richtig schlecht. Das ist eigentlich übel günstig. Das muss ich kaufen. So, jetzt gehen wir mal hier rüber zu Rotstadt. Gucken, was da für Missionen sind. Winery haben die hier. Hunter Cabin ist auch gut. Das heißt, viele Leute hier. Oh. Ein ganz, ganz günstiger Oathtaker. Das ist krass. Oathtaker sind mit die besten mit Hedge Knight. Der wäre auch nice, Retired Soldier. Oh Mann, hätte ich gerne viel mehr Geld. Also hier kann man da richtig gut heiern. Junge, 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 Junge. Okay, wir gucken mal. Company regained Reno. Geil. Ein Nachzehrer, aber Level 3. Aber das ist auch nicht der, den ich brauche. Okay. Nee, 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 nee. Thieves. Tax. Wir speichern mal und werden es versuchen. Ich habe so das Gefühl, dass ich das schaffen könnte. Es sind nur Thugs, es sind die schlechtesten. Und wir haben schon einen guten Dude. Wenn wir das... Scheiße, ich hab vergessen, die Waffe zu wechseln. Wenn wir das clever spielen, kann man das schaffen. Die haben keine Ranges. Ah, die sind relativ okayisch ausgestattet, leider. Warte mal. Man kann warten oder den Zug beenden. Wenn man wartet, kann man am Ende nochmal was machen. Gut. Kommt keiner hier rein. Das ist schade. Ich wollte hier so ein bisschen locken. Na, die kommen hier nicht rein. Die haben Angst. Die chillen hier. Sollen sie da chillen? Ist mir egal. Dann gehe ich hier rüber, mache ich die fertig. Ja, du kannst. Nee, dann umstellen nämlich. Ich bleibe genau hier, wo ich bin. Shield Wall, fertig. Ah, jetzt kommt einer hin. Gut. Das war sehr gut. Gut. Sehr gut. Ja, es läuft. Ich habe ja gesagt, das ja perfekt ist er hier reingegangen. Au. Och. Ich hätte auch überlegen können, Spearwall zu machen. Das wäre vielleicht nochmal besser gewesen. Ah, oh, der hätte sitzen müssen. Sag ich ehrlich. Der hätte sitzen müssen. Schön. Och. Hier oben kann man mal die Prozente sehen. Zu 67% hätte ich ihn treffen können. Ich habe aber den 89 gerollt. Man rollt immer quasi einen Würfel mit 100. Also wie gesagt, wenn die drei sterben, hier ist mir scheißegal. Sehr schön, weg mit dem. Der ist mehr hinderlich, als dass er mir hilft. Gut, der wollte abhauen, der hat ihn gekillt. Vielleicht kann ich hier hinspringen. Ja, die hauen alle ab. Der bleibt noch. Komme ich hier hin? Scheiße, ich komme da nicht hin.
Nicht dahin. Kommt der hier hin? Der würde bis dahin kommen. Mach ich mal. Der hat mein Schild kaputt gemacht. Das ist schlecht. Das wird kein Schild mehr. Der kann abhauen. Scheiße, nicht. Wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass er abhauen kann, wenn ich eine Range-Waffe habe. Ah, scheiße. Kommt nochmal wieder. Der haut ab. Ne, der haut ab. Gut. Over. Ah, geschafft. Einer gestorben, macht aber nichts. Dafür sind alle drei ein Level up. Das ist super. Gute Sachen bekommen, wieder ein neues Schild. Ja, super. War ein super Fight. War ein super duper Fight. Du kriegst erstmal wieder ein Schild. Du kriegst, glaube ich... Also man kann hier immer so Perks, das sind so wie Talente geben. Pro Level gibt es ein Talent, auf Level 11 gibt es nochmal zwei und danach nichts mehr. Das heißt, bis Level 11 und dann sind die quasi Max-Level. Ich sag quasi, weil es nicht wirklich Max-Level, du kannst trotzdem noch höher leveln. Also er wird auf jeden Fall kein Nimble, er wird auf jeden Fall Battleforge, auch wenn er nicht viel Fatigue hat. Ich glaube, ich gebe ihm einfach schon mal Gifted. 3, 3, das ist ultra gut. 4 ist auch ultra gut. Auf Fatigue. Ah, ich gehe lieber auf Resolve, weil das ist super, super Roll. Jetzt Fatigue und nochmal 3. Weil 50 Resolve ist so, ist okay. Eher Level Up. Student. Und 4. So. Und er 3. Vier. So. Und auch Student. Student macht, dass er immer 20% mehr Erfahrung bekommt. Das muss er eigentlich immer nehmen. Gut. Abfahrt nach Hause. Was ist der Nachtsehrer? Ich hoffe. Ja, die Militia hat ihn gekillt. Gut. Wenn ich mehr Kohle hätte, wir könnten hier so coole Leute holen. Ja, Paket. Parcel mache ich immer gerne. Wohin? Wohin soll das Paket? Hier unten hin. Easy. Easy peasy. Mach mal. 5 Brigands. Thugs. Und Poachers. Speichern, ausprobieren. Das würde ich gerne machen. Poacher sind Bogenschützen und Thugs, die habt ihr ja gerade gesehen. Prozent Chance, dass er trifft, er trifft. Das ist bodenlos. Wirklich. Prozent Chance. Ne. Fickt euch. Nein. Das kann auch nur mir passieren. Zweimal hintereinander 30% Chance treffen die. Nee, du. Danke. Nee. So nicht. Ich lass mich nicht verarschen. Und 20%. Nee. Ich lass mich nicht verarschen, Leute. Guck dir jetzt mal, 69%. Wett nicht, treff nicht. Okay. Also jetzt, so langsam reicht's. Langsam reicht's. 24.
Was soll das? Ich meine, wenn der stirbt, ist mir egal, aber trotzdem, was ist das denn? 87! Was? Ja gut, er hat auch direkt eine Verletzung. Pierced Cheek. Perfekt. Also langsam komme ich hier verarscht vor, wirklich. 20%, also die wollen mich doch verarschen. Ich kann nicht mehr. Das Game verarscht mich gerade übertrieben. Also, nee. Was war das denn bitte? Level up. Ist auch giftet. Actually gut rollt. Okay, das waren sehr gute Rolls. Das war übertrieben gute Rolls. Du kriegst... Brawny? Alles verletzte. Er hat schon wieder kein Schild mehr. Mir wieder das Schild kaputt gemacht. Gib mal dein Schild bitte. Naja. Wo wollten wir hin? Nach Sing oben. Sing nach oben. Also es sind jetzt schon zwei gestorben. Wenn er auch noch stirbt, Top Jörn, dann ist alles gut. Aber der ist actually sogar, der ist der Beste von denen, die man... Ne, ist nicht der Beste, aber der ist okay. Der ist okay. Schon 70 Milli Attack. Wie viel hat er? Oh, 70. Okay. Oder hatte der? Ah ja, bei 69, das ist okay. Das ist okay. Ja, Tag 5 schon viele Kämpfe gemacht. Also ist anders als beim letzten Mal, wo wir das gemacht hatten. Da waren die erste Folge komplett nur Karawanen und Pakete von A nach B bringen, ohne Kämpfen. Aber die Thugs, die kriege ich ganz gut down, auch schon mit einem guten. Vor allem, wenn die so Level 4, Level 5 sind, wenn die Brawny haben, Relentless und so, also diese guten Talente, dann fängt es auch langsam an, dass ich die alle auch... Ah, dann mache ich die weg. Paket machen wir sofort. Paket, wohin? Nach Rotenbach, wieder zurück. Fahrt. Also Paket ist wirklich immer das Beste. Das gibt das kann ich auch mal kurz zeigen, hier oben. Kann man sehen, wie befreundet wir mit denen sind. So, wir sind hier mit Sing oben, sind wir schon friendly. Und umso besser das ist, umso mehr, da unten sieht man das, kriegt man Geld und Aufträge und sowas. Das ist schon echt gut. Das heißt, umso freundlicher ich mit denen bin, umso besser werden auch die Contracts bezahlt. 7 Brigands. Nö. Das mache ich nicht. Ich habe gerade nur einen. Der kann eigentlich wieder rein. Monte Pudding. Moin, moin, moin.
Wie geht's dir? Alles gut bei dir? So. Keiner gut. Preise. Verkauf mal den ganzen Müll, der eh nicht viel bringt. So. Was haben wir hier für eine Aufgabe? Brilliant. Nicht wie genau so ein Dude mit. Farmhands sind halt. Da komm ich nicht mal mit. Der ist scheiße. Alter, ist der scheiße. Alter, ist der Shit. Battle, das brauchen wir auf jeden Fall. Das war wieder so eine Aufgabe, ne? Hier. Ich muss 2000 Kronen haben, dann kriege ich eine richtig geile Waffe. Eine Standarte, das ist so ein. Wie so mit unserer Fahne. Und mit der Fahne kriegen alle, die in vier Kacheln um uns herum sind, Some Brigand Thugs. Speichern, kann ich schaffen. Kriegen Resolve. Und Resolve macht ja wie. Hier, unsere Moral. Umso besser die Moral ist, umso besser trifft man und hat Bock und so. Ah, die kommen raus, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn ich da hin könnte. Perfekt. Und dahin. Triff einmal, komm. Wenn der mal so ein 40% Hit trifft, ne, fühlt sich das so gut an. Ja, ciao. Ja, und das ist Spearwall. Spearwall ist einfach geil. Wo ist denn sein Schild? Ach stimmt, ich hatte ihm sein Schild geklaut. Ups. Ja, also Spearwall ist mit. Die ist so broken, die Attacke. Jeder, der hier hinkommen will, da kriegt einfach Schaden. Ja, ciao. Wenn er ihn jetzt noch killen würde, ah, schade. Top Jörn via Level Up. Alles fit, freut mich. Bei mir auch alles super. Wir sind ein bisschen im Battle Brothers Fieber aktuell. Macht echt übel Spaß. Ach, Monte Pudding war der, den ich gebannt hatte. Hättest du auch ruhig in den Chat schreiben können, Steven. Sorry, dass ich dich gebannt hatte, weil ich Salty Luma wieder war. Willkommen zurück. Keine Aufgabe, aber wir haben da Level Up, ne? Ja, Level Up. Perks, du kriegst auch Brawny. Obwohl. Habe ich noch ein Schild? Ja, Brawny, komm. Level Up. Toll, der hat überlebt. Mission. Wo wollen wir hin? Kurz gucken, mit wem sind wir schon am besten befreundet? Hier, Sing oben. Da wollen wir hin. Sing nach oben.
Und da könnten wir uns fast schon den nächsten Bruder holen. Ja, Tax. Speichern, ausprobieren. Ich hab Bock zu kämpfen. Das ist so richtig. Also, das ist eine heftige erste Folge mit Fights und so. Rein da. Da sind nochmal 6. Ey, krieg ich die nicht? Holt euch die. Oh, 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 oh. Geil, ich hab die Battle-Standarte bekommen. Das. Das ist sie. Und die kriegt er. Oder er. Wer hat mehr Resolve? 53,50, der kriegt das. Zack. Und geht da nach hinten. Geil. Ja, wir gehen nach Singen oben. Obwohl. Jetzt kriege ich die doch, oder? Komm! Schön. Mit der Karawane sogar zusammen. Er hat einfach eine kaputte Nase. Das ist ganz schlecht, wenn die Karawanenleute hier die Gegner killen, kriege ich keine Erfahrung. Den hole ich mir. Das ist meiner. Sag ich ja. Dass das meiner ist. Den hätte ich auch noch actually richtig gern. Nein, 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 nein. Ich warte. Gut, gut. Ah, es hat nicht viel Erfahrung gegeben. Aber hier ein paar Items, das ist schon okay. Hallo Shayuna, schön, dass du zu Hause bist. Sing nach oben, Abfahrt. Sing oben. Sattelfeste, oh, witziger Name. Keine Mission. Wenn ich kein Schild habe, dann sehe ich nicht, wie gut die Preise gerade sind. Kurz ein Schild, bitte. Hey, wo ist das Schild hin? Aha, 18, das ist gut. Essen habe ich, ja, habe ich alles genug. Das ist gut, gut, gut. Kriegst du dein Schild wieder? Abfahrt. Abfahrt. Taverne können wir immer mal reingehen. Es gibt nämlich gute Moral-Checks. Und gute Moral ist immer gut. Ne, das ist eine Burg. Da brauchen wir gar nicht hin. Ja, das ist doof. Singen oben ist halt am Arsch der Welt. Gehen wir mal hier. Sandstadt. Singen oben ist echt am Arsch der Welt. Besser wäre so das Viereck hier. Immer hin und her.
Unknown Garrison. Sandstadt. Komm, schnell, 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 bevor dunkel wird. Obwohl, ist auch egal, ich brauche nur die Mission. Paket. Sofort mache ich das. Wo soll das hin? Paket dahin. Perfekt. Da wollte ich sowieso hin. Das Game ist übrigens gerade im Angebot im Nintendo Switch eShop und auch auf der PlayStation. Auf Steam aktuell glaube ich nicht. Könnt das also echt auf jeder Konsole spielen, das ist ganz geil. Und offline und so, also ihr müsst nicht, gibt keinen Online-Zwang oder so. Das mache ich nicht, das klingt sehr schwer. Salzfels. Money. Super. Kann vielleicht noch mal einen holen, wenn wir einen guten finden. Nope. Aufgabe. Das ist viel zu schwer. Man sieht immer so ein bisschen an der 480, wie gut bezahlt der Contract ist, ein bisschen wie schwer der Contract ist. Und alles so um die 1000 ist schon sehr schwer. Kein Contract. Kann ich wenigstens einen Dude holen hier? Caravan Hand, den brauchen wir. Gar nicht gut. 60 Leben ist okay. Caravan Hand ist halt geil, weil es kann jeder. Also die haben alle im Background. Das hier der Background. Und er ist zum Beispiel, habe ich eben gezeigt, ein Retired Soldier. Er ist zum Beispiel Companion, der von Anfang an. Und jeder Background hat eigene random Ereignisse. Und Caravan Hand hat halt richtig coole random Ereignisse. Deswegen ist schon gut, so einen im Team zu haben. Ich weiß nicht alle auswendig, alle Ereignisse und so. Ich weiß, Caravan Hand ist gut, Farm Hand ist gut. Deswegen ist schon gut, wenn du die im Team hast. Ja, es geht weiter, keine Mission. Ab nach Hage. Ja, jetzt nochmal irgendwie ein paar Thugs wären ganz geil. Oder eine geile Mission. Hallo? Alle keine Mission? Aha. Ich versuch's mal, weil ich werde jetzt ja auch nicht Ewigkeiten nichts machen. Das wäre die nächste Aufgabe. Ja. Wir werden versuchen, jedes Dorf einmal zu besuchen. Das kann man nur gut machen. 3 Wölfe. Das kann man schaffen. Das kann man schaffen. Es gibt normale Wölfe und gibt schwere Wölfe. Das sind die normalen Wölfe. Das sollte echt kein Problem darstellen. Gut, gut. Alter, der kann 4-mal laufen. Ja gut, das war's dann halt schon wieder fast mit dem.
Ciao. Scheiße. Ja, Spearwall ist so... Alter, Spearwall ist so eine Macht, Leute. Spearwall... Wenn man erhöht steht, dann können die einen schlechter treffen. Das ist ganz gut. Ja, RIP an ihn. Da habe ich mir extra ein Cover. Ah, scheiße. Scheiße. Aber gut Kohle. 800 Kronen ist gut. Hier hätten wir nochmal einen neuen Caravan-Hand. Komm. Komm ran. Alter. 3 auf Fernkampf. Wieso das denn? Ja, es ist echt nicht gut. Minus 10 Hitpoints. Das ist so scheiße. Den hau ich weg. Rotstart. Was habt ihr für mich? Oh. Speichern kaufen, der wäre geil. Der wäre cool. Ja, der ist okayisch. Der ist okay. Wirklich. Der ist okay. Der ist okay, ja. Doch, der ist okay. Der ist okay, lass mal. Brigands. Frage ist, wie viele? 30 Axes Encampment. Man kann es nicht sehen, das ist schlecht. Speichern. Gottvater Vizo, sag mir ein Follow. Willkommen. Mach's dir gemütlich. Alter. Keine Fernkämpfer, das ist gut. Aber ein Raider. Das wird schwierig. Das wird. Die kommen raus, das ist gut. Ich habe hier direkt eine Erhöhung, das ist auch gut. Ihn dahin. Spearwall, wisst ihr ja. Ihn dahin, gar nichts. Schön. Warten. Warten. Spearwall. Warten. Ja. Ja! Ja, die haben gar keinen Bock. Spearwall. Nein, was ist das denn? Ach, der hat ja gar keine... Ach, der hat gar keine... Ups. Ups. Ah, da, das ist Repost. Das ist Konter oder sowas. Spearwall ist ja, wenn jemand genau um euch rumkommt, dann wird der weggehauen. Und Repost, das könnt ihr auch machen, wenn einer direkt dran an euch ist. Wenn er angreift, dann greift ihr eventuell zurück an. Das ist eigentlich auch ganz geil.
Ja, Repost eigentlich auch übel geil, ich sehe es gerade. Alter, Spearwall. Wenn man so defensiv spielt, ne, und die Gegner voll. Ah. Ist übel nice. Vor allem, wenn man erhöht steht. Die haben keine Chance, überhaupt irgendwie an mich ranzukommen. Ich liebe das. Ich liebe das. Repost. Alter, Repost macht da übel Spaß. Ich mach's nochmal. Steady. Das ist eh schon Wave Ring. Gehen wir ihm nochmal ein. Mit. Schön. Alter, Repost macht da übel Spaß. Ciao. Ich glaube, ich greife jetzt mal an. Ich habe nicht auch gar keinen Fatigue mehr. Bro, dringend mehr Fatigue. Die nächsten Level immer Fatigue. Brawny und Fatigue. Die machen mir andauernd das Schild kaputt. Das ist scheiße. Mein schönes Schild. Das war ein super Kampf. Zwei Level ab. Das war ein ultra guter Kampf. Alter, war der Kampf geil. Der Kampf war nice. Gifted. Dir gebe ich auf jeden Fall Spearmaster, obwohl... Spear, ja, Spear. Du wirst mein Spear Master. Spear Master. Er braucht auf jeden Fall ein Schild. Ich hab kein Schild. Gib mal dein Schild. Du kriegst. Scheiße, ich brauche noch ein Schild. Ich brauche ein Schild. Ich brauche ein Schild. Gib mir ein Schild. Alter, wieder 800 Kronen, ist echt gut. Habt ihr vielleicht ein günstiges Schild für mich? Ja, muss. Tut mir leid. Tut weh, muss aber sein. Ich kann nicht ohne Schild hier kämpfen. Wie sind die Preise? Ich hab geguckt. Neunzehn. Aufgabe, Karawane. Abfahrt. Irgendeinen günstigen hier noch? Eberland. Elisha. Ah, nur Elisha ist da. Okay, Abfahrt. Speichern. Falls irgendwas schief geht. Auch eine Fähigkeit mit Damage. Ja, aber ich bin noch so schwach und habe so wenig Melee-Defense. Das ist mir zu heikel. Das wird zu heikel. Aber ja, 25% mehr Damage sind schon nett. Vor allem, wenn du dann immer triffst. Gibt's Builds, die das ausnutzen? Eigentlich? Weil ich kenne nur die Standard-Builds. Ich bin noch nicht so tief in der Materie drin. Hab erst einen Spielstand bis nach Noble War gespielt und das war's. Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger. Salzfeld, sehr gut. Das war mal easy 460 Kronen.
800. Ich versuch's. Versuch's. Sechs Nachtzehrer. Wenn es nur Level 1er sind, easy. Wenn es nur Level 1er sind, ist einfach. Hat eine Hand oder zwei Waffen, also schön, wenn er selten benutzt. Ah, okay, krass. Wusste ich gar nicht. Ich werde mich hier oben positionieren. Gehst du im Busch. Komm dran. Was? Ah, die kommen lassen, das ist so geil. Hallo. Kommt ran. Kommt einer ran. Ja, kommt ran. Hallo, Sebe. Der ist schon fliegen. Der hat gar keinen Bock mehr. Ah, das ist einfach so. Das ist so nice. Ich liebe Spearwall. Liebe Spearwall. Das war super. Das war ein super Kampf. Level up. Level resolve. Ein Angriff ist scheiße. Polearm ist geil, dann kostet die Attacke nur noch 5 und wenn man das kombiniert mit Berserk, dann kann der immer 2 killen, das ist übel nice. Und der braucht dringend eine neue Rüstung, also die Rüstung, die er hat, ist echt scheiße. Steven der Fünfte, das ist ein neuer Spielstand. Aus Gründen. Rotenbach, Rotstadt, Singhoben. Ja, mal nach Rotenbach. Wir könnten mal anfangen hier mit den Namen. Also der Hintermann ist immer Steven, das wisst ihr. Steven ist der die Moral macht. Dann haben wir hier den geilen Player, das wird Sebe. Und er ist neu, könnte demnächst vielleicht sterben. Das wird Skoppel. Ja, und wir sind immer auf der Suche nach neuen Leuten. Moin Skoppel übrigens. Ich stehe einfach Hodenbach. Hodenbach! Hodenbach und Hodenstadt haben wir. Abfahrt.
Karawane nach Singhoven, perfekt. Singhoven. Beli, moin, du willst den Geschilltesten? Du, dich sehe ich so als Fernkämpfer irgendwie. Schön von hinten draufballern. Wir holen uns jetzt irgendeinen geilen Dude hier. Bei Singhoven. Oder Sattelfeste. Hier, da sehe ich Beli. Als Juggler. Der halt übel. Wieso ist er so günstig? 4000. Wäre nochmal ein Caravan-Händler, aber ich habe halt nichts, um den auszurüsten gerade. Paket machen wir. Wo soll das Paket hin? Nach Salzfels. Entschuldigung. Dreier Nachzehrer, nee du. Können wir mal weggehen von dem bitte? Weg! Nicht, dass der gleich umdreht. Aha, Company hat's gemacht. Sehr gut. Ey, warte, vielleicht ist hier ein geiler Dude. Oh, ein Butcher. Hier ist nochmal ein günstiger O-Taker. Alter, Hedge Knight. Wir brauchen Kohle. Henke könnten wir holen. Der hat alles, was ich brauche. Den könnten wir holen. Der ist nicht gut. Aber wir nehmen ihn. Wir haben gerade nichts Besseres. Wir nehmen ihn. Oh, das ist gut. Der ist clever. Okay. Spielt's Neo aktuell, Beli? Ich hoffe, besser als ich. Schlechter als ich geht's ja fast gar nicht, ne? Ihr seid so gemein! Ich kann doch nicht in jedem Spiel gut sein. Ich bin ja schon E-Sportler in fast jedem Game. Ich kann ja nicht in jedem Game übertrieben krass sein. Es muss ja Games geben, denen ich nicht so gut bin. Hage. Wo müssen wir eigentlich hin? Meerburg. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Scheiße, gegen wen kämpfen wir hier? 5 Kobolde, das kriegen wir hin mit der Karawane zusammen. Das kriegen wir hin. Skoppel, wieso rennst du denn da hin? Geil. Steven wird wieder so einen heftigen Job machen, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was Steven wieder für einen geilen Job machen wird.
Ah, die Karawan-Leute machen gar nichts. Das ist aber auch egal. Er muss jetzt wechseln. Perfekt. 36% wieder. Den haben wir auch noch. Geil. Wir haben 4 Leute. Wir haben mittlerweile 4 Leute. Läuft ja. Wir haben 4 Leute. So, super. Die gehen ab, alle 3 mit Schild. Super. Wir sind richtig stark jetzt. Ich glaube, also nach einer Stunde so ein Progress, das ist super. Belia Level Up. Skoppel Level Up. Und geile Waffen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Level up, level up, level up. Du kriegst Brawny. Brawnies, ich habe Brawny fast immer mit dabei irgendwie. Du brauchst ein bisschen Leben. Vierer ist eigentlich Action, aber 4 ist hier. Komm. Ja. Student. Und 2, 2, 4. Ja, ist okay. Weiter geht's. Sieben opfert sich fürs Team. Hodenbach! Speichern! Was für ein Start war denn das? Ey, ist ein guter Start. Nach einer Stunde bin ich actually echt sehr zufrieden. Wir haben 4 gute Leute. Also keine heftigen Leute, sind keine Headshnights und keine Outtakers, aber für den Anfang sehr gut. Das wird sehr schwer. Das wird der, also der Kampf wird übel schwer. Die warten auch noch, weil die 2 Rangies haben, die Säcke. Hallo, jemand zu Hause? Warum antworten Sie? Ohne Junge, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Mods, mach haut mal einen Showdown raus. Vielen, vielen Dank für dein Raid. Die kommen nicht, die Säcke. Das ist doch assi. Kommt her. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream. Hallo. Aber ich bin genau hinterm Baum. Ich glaube, dann können die mich nicht abschießen. Deswegen gehen die gerade dahin. Ich werde immer so... mich um den Baum bewegen. Geil. Der ist fast tot, der erste Raider. Der hat einen super Helm. Mich hat der einen super Helm. Das ist der nächste Raider. Der haut wieder ab, sehr gut. Dann können wir hier, oder ich gehe hier rüber. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ich meine, der ist jetzt erhöht, das ist schlecht. Aber wir können uns alle um den rumstellen. Das ist okay. Das ist schlecht. Wenn der einen Hit abbekommt, dann tut das richtig weh von der Axt. Der muss jetzt... Der ist gleich dran. Nein! Der muss ganz schnell sterben. Gut ausgewichen. Gut. Jetzt müssen wir sofort hier helfen. Da ist einer im Gebüsch, ne? Ich glaube, ich schicke mal Sebe dahin. Ah, okay, gut. Na gut. Prozent. Ich könnte einfach nur noch kotzen, wirklich. Guck mal, was für eine geile Friese du hast, Steven.
Wenn der vor dem dran ist und den killt, dann flipp ich aus. 75%, du musst treffen. Du musst. Only Follower Chat habe ich immer. Weil Bot-Angriffe und so auf. Hätte er den getroffen, wäre ich ausgeflippt. Wegen Bot-Angriffen und sowas. Ich habe da sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich muss. Geht leider nicht anders. Ich würde am liebsten auch ohne Follower-Chat und alles, aber es geht leider nicht. Geht leider nicht. Alter, der ist fast tot. Ach, das ist ein Gegner! Ach so, ich dachte, das bin... Ich dachte, das bin ich. Aber da steht der Brigade Raider. Ups. Ups. Hoppala. Ah, ist Beli wieder Level Up. Geil, Schilde bekommen, den geilen Helm bekommen, perfekt. Was ist hier, D für einen alternativen Preis zu bekommen? Für einen alternativen Preis zu bekommen? Was heißt das? Danke, Billy. Dir geht's gar nicht gut, Steven. Steven, dir geht's gar nicht gut. Steven, ruh dich mal aus. Steven hat jetzt mal ein bisschen Pause, Leute. Ich hoffe, das gab was Gutes für euch, Leute. Ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt. Die ganze Mission hat kein Geld gebracht. Oh, Werner wäre gut gewesen. Raider. Gehen wir mal nach Sing oben. Sing oben. Sing oben. Sieben Brigands. Das schaffen wir. Das schafft ihr, Männer. Das Stream von Oni war fast erfolgreich. Hä? Nein! Die bleiben noch hinten wegen den scheiß Ranges.
Ja, Karawane, Abfahrt. Machen wir. Es gibt richtig gut Kohle. Das machen wir. Was für eine Company Origin ist das? Standard. Einfach Standard. Ist kein Szenario, kein gar nichts. Ist ganz normale Company. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es gibt ja einmal dieses Learning und einmal normale Kampagne. Ist ganz stinknormale Kampagne. Mit Noble War. Late Game Crisis Noble War. Ich habe auch keine DLCs, das heißt, ich kann auch keinen Lone Wolf oder so spielen. Das ist die ganz normale, das ganz normale Standardszenario. Er hat die letzte Mission verkackt bei Freelancer. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Die DLCs sind ein Muss. Ja, aber ich habe keinen Bock, nochmal 30 Euro zu zahlen. Das mache ich dann, wenn ich so ein bisschen familiar bin mit dem Game. Wenn ich sage, ich brauche jetzt was Neues, dann kommen die DLCs ganz gut. Der... Oh. Kein Kopfschutz, aber... Günstig... Den probiere ich mal aus. Ey, kann ich mal bitte einen bekommen, der hier ein paar Sterne hat? Ich habe nicht einen, der bei Melee Skill Sterne hat. Die haben beide einen Stern. Wer ist er? Kannst du bitte aufhören, über andere Streamer in meinem Chat zu reden? Danke. Auenbach. Auenland. Vielleicht habt ihr mal eine geile Mission. Eine 3-Sterne-Mission. Ja, probiere ich mal aus. Gucken wir mal. Wir sind jetzt so, wir sind schon ein guter Squad, muss ich sagen. Wenn es jetzt nicht 25 Leute sind, im Wald. Ja, nur Thugs, Abfahrt. Muss ich nicht mal speichern, die schaffe ich zu 1 Milliarde %. Wie Oni sein Stream war? Ach, Oni sein Stream! Der mich geradet hat. Oh Mann, ey, ich bin... Das ist... mir geht's nicht gut. Ja. Danke, Philos. Danke. Scheiße. Grip an mich. Das war wieder das übelste Fettnäpfchen, was ich auch nur irgendwie erwischen konnte. Perfekt. Das war wieder das Fettnäpfchen, was ich gebraucht habe. Ich habe nichts gecheckt. Scheiße, ey. Ey, wieso machen die mir immer mein Schild kaputt?
2x86 Prozent, 2x93 gerollt. Das musst du auch erstmal schaffen. Wirklich, das musst du erstmal schaffen. Die Attacks sind super. Ach komm. Gebrochenes Bein oder so. Cut Leg Muscle. Macht dir doch nichts aus, oder? Beende den Stream, ja, ich glaube, besser ist es. Ja, das war wieder übelstes Fettnäpfchen. Ich hab's gar nicht gecheckt. Aber schön, Hitman hat da gezockt. Gut. Das ist ja schon mal schön. Hitman habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Wird mal Zeit, glaube ich. Gibt's hier einen Tempel? Nö, ne? Scheiße, Mann. Egal, 3000. Vielleicht kriegen wir hier einen coolen Tub. Ich bin durch für heute. Ihr merkt, was ist das denn? Wildman. Ach, den Kopf kann ich nochmal hier verteilen. Zack. Siehst du? Hast schon 4 Stunden am Konto? Ja. Ja, stimmt. Aber ist noch früh, komm. Das neue Hitman ist echt deprimierend. Wieso? Ich bin auch kein Hitman-Freund. Alle, die mich kennen, wissen, ich mag kein Stealth. Melee-Defense-Initiative. Ist eigentlich egal, oder? Obwohl, nee, Melee-Defense ist schon scheiße. 6. Kann man schaffen. Können wir schaffen. Beli Rasier. Hier ist perfekt, die können nur hier rüber kommen. Oder hier immer nur einer. Die 300 steht. Kann ich von hier oben angreifen? Schade, das wäre geil gewesen. Die Angst haben. Da kommt einer, sehr gut. Und von hier kann ich mit Steve mal angreifen. Das ist super. Blut nicht fressen. Ach ja. Der holt ja sowas von ab, oder? Säbel-Level up. Säbel ist wie immer sehr gut.
Perks. Entweder Underdog oder Shield Expert. Obwohl er jetzt hier kein Schild hat, ich glaube, ich Shield Expert erstmal, das ist gut. Warum machen die Schilde kaputt? Das ist ja unglaublich. Also die Säbel sind immer sehr gut. Wirklich so. Aber wir brauchen mal einen richtig krassen Dude mit 3 Sternen im Melee-Skill, bitte. Mal einen richtig kranken Dude. Mal so einen richtig, richtig Ruthard. Bist du das? Oder Harkon? Oder Alberich? Mal so einen richtig kranken Dude. Ruthard, was kannst du? 3 in Resolve ist crazy. 3 in Resolve ist crazy. auf Level... Ach, das ist Steven. Ups. Da hast du ja gar keine Fatigue, kann das sein? 75 und 40? Du bist scheiße, dich nehme ich nicht. 3 in Resolve ist zwar cool, aber damit kann ich bis auf das Banner nichts mit anfangen. Einzuschreiben, wenn Lili reicht besser, dass mir die Death, damit der vorher nicht aufs Maul kommt. Ja, absolut, aber wenigstens mal 2 Sterne irgendwie bekommen wir ja schon geil. Akon, du bist es. Der ist dumm. Nee. Bam! Das ist es doch. Das ist es doch. Ich habe kein Schild für dich. Perfekt. Gute Fatigue auch. 55 Leben. Alter! So! So nämlich. So, so, so. Der darf auf gar keinen Fall sterben. Der ist richtig gut. Den mache ich nimble. Den mache ich nimble. Dann ist auch Fatigue egal. 8. Den mache ich nimble. Das heißt, Leben, Melee-Skill brauche ich übel. Bisschen Resolve. Ja, und wenn ich hier gute Dreier-Rolls bekomme. Alter, ist der gut. Der gefällt mir sehr gut. Alter, wer ist das? Okay, dann gehen wir mal wieder runter, oder? Oder wenn ich jetzt schon mal... Hat er eigentlich keine Mission hier? Nee. Das sind alles Burgen hier, ne? Das ist keine Burg. Gehen wir mal nach Rheinbruch. Richtiger Rheinbruch. Einbruch in Rheinbruch. Hals- und Beinbruch in Rheinbruch.
Reinruch. Hals. Oh, 5 Nachtzehrer. Nachtzehrer. Das ist gewinnen. Zeus darf jetzt natürlich auf gar keinen Fall, sterben. Der bleibt auch erstmal hinten. Und dann müssen wir uns am besten eine Training Hall suchen. Alter, der ist übel gut, wirklich. Mace und keine Zweihand. Ja, aber ich hatte gerade nichts anderes. Keine Sorge. Keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic. Komm noch. Ich hatte gerade noch nichts anderes. Komm jetzt, Zeus, hau ihn weg. Prozent Chance. Wir sind wieder im Pokémon. Was? 2x80 nicht getroffen. Und der kann nur noch... Ah, das ist ja wieder... Das ist Schiebung. Ich sag es euch. Verarsche ist das. Level up, Steven. Skoppel Level up. Zur Not immer Steven aufhören. So nämlich. So, also ich finde Short Sword schon cool, aber ich mache nicht Schwert. Gibt's hier eine Training Hall? Nee, schade. Karawane, Abfahrt. Grunenbach. Was war das denn? Da hinten. Nimble dauert er ja. Nimble ist ja erst ab Level 7 oder ab Level 6. 10 Undead. Und Necromancer, hau rein. Da holt er die Karawane. Schön. Lass mich in Ruhe. Alter. So, wo bist du? Hier, Zeus. Abwart. Ich würde sagen, ich gebe sogar allen. Ich habe genug. Oh, jetzt wird's teuer. Nee, lass mal.
Witch Hunter. Okay. Jetzt will ich aber mal wieder. Wenn wir jetzt hier schon sind, gehen wir auch hier einmal die. Damit hier die beiden, da war ich mich noch nicht. Und Nordholz auch und dann gehen wir wieder runter. Weil ich habe ja hier auch immer noch, ne, your task. Sandweg, Grunenbach, Nordholz. Das sind noch die drei, die ich brauche. Dann habe ich die Mission hier auch fertig. Gibt wieder gut Renown. Ein bisschen auf die Zeit gucken. Paket. Ja, kann man machen. Erstmal dahin. Agamos, dann gehen wir so. Erstmal nach Sandweg kurz. Dann nach Nordholz. Und dann gehen wir nach Hagamos. 700. Gut. Essen haben wir genug. Nur noch nach Nordholz. Ja. Ich glaube, dann kriegen wir schon Noble Contracts. Kann man jetzt schon? Tag 25 schon Noble Contracts? Nee, ich glaube, es ist zu früh. Nee. Viel zu früh. Die machen wir. Die machen wir aber sowas von weg. Die machen wir. Rein in die Masse. Lur einfach kurz den Stimmbruch. Ich hab's nicht. Was habe ich wieder gemacht? Ich werde mich hier hin positionieren. Schön. Nee, ich brauch dich. Du bist zu wichtig. Einfach weil das schon Breaking war, machen wir den weg. Ja, der macht gar nichts mehr. Wirklich, der macht gar nichts mehr. Tschö. Ja, du machst auch nichts. Das ist der Raider? Ja, das ist der Raider. What? 28%. Ich kotze wieder im Strahl, wirklich. Zeus Level Up. So, da brauche ich jetzt ein richtig. Das wird so ein geiler Melee-Skill-Roll. Guckt ihn euch an.
Erstmal kriegst du, wenn du Nimble bekommst, kriegst du Kolossus. Du kriegst... Ach, das ist Belia! Ist trotzdem okay. Scheiße. Ja, mal durch. Ups. Hoppala. Wie lange bist du kaputt? Guck mal, welche Hitpoints, ja, ist egal. Wo wollte ich hin? Nordholz, ne? Ja, Nordholz. Hör den Clipper mal später. So, jetzt habe ich ja alles, ne? You have done what you have set out to do. Perfekt. Jetzt gehen wir wieder, gehen wir hier nach Hagamoos. Vielleicht zwischendurch nochmal Zax besiegen. Ey, der Spielstand ist bombenmäßig. Tag 25, wir haben so eine Crew hier. Also, mega, mega, mega gut, wirklich. Mega gut. Wir haben zwar nur einen, der richtig krass ist, das Zeus. Die anderen sind so okay. Aber super, wirklich. Wirklich, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Ich bin auch gespannt, wenn ich jetzt... Ich habe ja den Contract oben links fertig. Was da gleich kommt. Ich kriege auf jeden Fall Renown. Das heißt, die Contracts werden besser bezahlt. Ja, super. Super Contract. Die haben nichts, dann können wir wieder runter. Nach, wo sind wir richtig gut dabei? Hier, Sing oben, da wollen wir hin. Sing nach oben. Und Rotenstadt und so, da wollen wir hin. Lange Wege, aber egal. Da gehen wir unten ins magische Viereck. Sagt auch der Name Zeus, ja, der ist echt gut, der ist echt übel gut. Fast Clouds County. Komm schnell, bevor Nacht wird. Sehr gut. Dann kann ich mal gucken, wegen 20. Ja, geil. Das machen wir. Follow the tracks. Da! The company gained renown. Das die Footsteps? Hallo? Sind das die Footsteps überhaupt? Enforcer, danke für den Follow. Hi Torex, vielen Dank für den Follow. Sind das die Fuß... Ne, das sind nicht die Fußspuren. Moin, moin ihr beiden. Grüßt euch. Was? Follow the tracks west. Thank you.
Easy. Easy. Westlich, ja, westlich. Ich weiß auch nicht, was ich da gerade gedacht habe. Hallo, holt euch die mal. Mann, Mann, Mann. Abfahrt. Die machen wir so feck. Feck. Die haben Necromancer? Oh. Ich meine, es sind nur Thugs, die sind alle One-Hit. Schön. Hier kommt keiner hin. Schön. 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 Wie die hier auf den Zeus wollen. Der Sack. Ach, ich sage es euch, Spearwall ist mit das Geilste, was es gibt. Auf keinen Fall den killen. Necromancer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso haben die Necromancer am Start? Spare Duelist, macht so viel Spaß mit Fearsome. Spare Duelist, ja, glaube ich. Ja, Necromancer, hau rein, gar keinen Bock auf den Necromancer. Die 8 hätte ich gekillt, aber mit dem Necromancer wären das dann mal eben 16, dann wird es schwierig. Da musst du schon auch lucky sein. Ach, Meerburg, ich will ja nach Sing, Sing Home. Wer war das? Ein Necromancer. Necromancer kann wiederbeleben und buffen. Und steht ganz weit am Arsch der Welt. Und selbst wenn es nur Thugs sind, ich kann nicht, mit den Dudes kann ich noch nicht, mit Level 5 und 6 kann ich noch nicht 16 Thugs weghauen. Die müssen nur hier und da mal ab und zu aus Versehen treffen. Da habe ich keine Chance mehr. Bin ich in einer Aufgabe oder so? Scheiße, das war die Aufgabe. Das kannst du vergessen. Tschö. Tschö. Have at least one member to ready the troops, that's easy. Das, da sehe ich mich. So. Ohne Necromancer. Nein, wer gestorben ist, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Verletzung, der ist einfach fast direkt tot. Ja, ihr habt keine Chance, ihr kommt hier nicht rein. Ihr kommt hier nicht rein. Ihr kommt hier nicht rein. So hätte es eben laufen können, ohne Necromancer. Genauso wäre es eben gelaufen, ohne Necromancer. Da hat Zeus Level Up. Perfekt. Perfekto. Was? ...1590 Kronen. Nee. Nee. Dass wir hier sehr gut mit denen stehen, ist viel besser. Ist viel wichtiger. Nimble. Gebe ich dir schon Dodge? Oder erst das? Ich glaube erst Dodge. Das ist Deutsch. Nee, nee, nee. 4 und 3 muss ich auch mitnehmen. Und da du Dodge jetzt hast, gebe ich dir Initiative, ja. So. Ja. Sing oben! Sing oben! New Company oder Band of Poachers? New Company. Das ist New Company einfach. Ganz Standard. New Company. Ganz Standard. Ja, die Karawane nehmen wir mit. Abfahrt. Abfahrt. Let's go. Renn! Oh Gott. Wenn das mit dem Necromancer ist, haben wir ein Big Problem. Sag ich euch. Kommen hier nicht, die Säcke. Die kommen nicht, die Säcke. Aber die treffen nichts in der Nacht. Ich werde noch eine Runde Spearwallen. Die kommen nicht.
Die warten einfach alle, die Säcke. Wie sie einfach alle warten. Geil, Steven. Power, danke für den Follow. Hier eine kleine und der kommt dann von außen. Aber die warten alle, was machen die? Steven? Abpacken! Geil. Die klauen Erfahrung, die Säcke. In der Nacht treffen die eigentlich fast nie was. Und darum spielen die gegen den, ich weiß. Deswegen brauche ich eigentlich auch Fernkämpfer. Die klauen Erfahrung! Ey, Mann, wie die klauen, die scheiß Karawanenpenner. Wäre in den Taschen dabei aus. Zieht das nicht Fatigue ab? Zieht das nicht Fatigue ab? Ich kann hier einfach hier. Ja, aber wenig. Okay, das heißt, die nächsten Wurfspeere, die ich bekomme, packe ich immer in die Tasche. Das ist ein guter Tipp. Ist hier mein Level up? Wurfspeere. Ich kämpfe oft gegen Leute, die Wurfspeere haben. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Kronenbach, scheiße, das ist auch am Arsch, weil über 1500 Kronen ist mega. Ich speichere mal. Orks. Orks sind eigentlich nicht so schwierig. Die Scheiße bei Orks ist, die können sich gegen dich werfen und dann wirst du gestunt. Das ist relativ scheiße.
hätte gern Steven da oben oder da oben oder da oben. Scheiße! Verdrückt. Kann ich überhaupt von dir angreifen? Ja, kann ich. Haben auch echt gute Sachen. Wäre geil, wenn ich die Sachen bekommen würde. Hätte er den jetzt geklaut, wäre ich so sauer gewesen. Du, sag du. Der wollte stunnen. Der kann ruhig, der soll weg mit dem. Der kostet mich nur Erfahrung. Krass. Der hat zweimal geblockt. Oh, gestunt. Gut. Gut. Da, das habt ihr gesehen. Der wurde dann geworfen. Nein! Oh. Schön! Meiner! Schön. Gute Erfahrung. 400er Beli bekommen. Sauber, sauber, sauber. Das war geil. So, erstmal Zeus. Level up. Gib mir die 4. 3. 4. Zack. Kriegst du auf jeden Fall ein Schild. Schildmaster. Beli. Beli, Beli, Beli. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? 73? Hast du schon einen Kolossus? Okay. Ich glaube, ich gebe dir... Du hast ja ein Schwert. Bleibst du ein Schwert. Weiter.
Bist wieder zu Hause, Shayuna. Und warst schon einkaufen, hast gekocht. Apropos gekocht, ich krieg auch langsam Hunger. Wir machen nicht mehr so lang. Ich bringe auch die Mission hier weg. Da machen wir auch Feierabend mit der Folge. Sechste, die hätte ich gleich gemacht. Lasagne im Ofen. Oh, das klingt gut. Das hätte ich auch gern. So, rein da. Gucken wir nochmal. Oh, Paket, das können wir schon mal annehmen fürs nächste Mal. Die Preise sind schlecht. Essen haben wir. Hier nochmal rein, brauchen wir nicht. Fletcher brauchen wir nicht. Dann speichern und dann war es das. Leute, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt dem Kanal. Würde mich sehr über ein Like freuen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.